Damen und Herren, willkommen zur Pressekonferenz zum Namen der Verteidigung des Verwaltungsgerichts in Tübingen-Entstand 2 zu 1. Zu meiner Rechten begrüße ich jetzt den Stefan Kremer, zu meiner Linken unser Chefchen am Bernhard David. Wie immer gebührt das erste Wort für Kremer, die ist technisch. Ja, schönen guten Tag, alles zusammen. Ich werde mich ganz kurz halten. Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft. Wir haben heute im Gegensatz zu Donnerstag auch, glaube ich, speziell in der ersten Halbzeit eine richtig gute, erwachsene, gestandene Leistung gezeigt. Wir haben, glaube ich, die richtigen Schlüsse auch zum Spiel gezogen von Donnerstag. Nichtsdestotrotz, nach dem 1-0 haben wir es 1-1 gemacht und haben direkt danach den Pfostenschuss gehabt. Da brauchst du halt auch in solchen Spielen das nötige Tor tun, dass du vielleicht mal 2-1 in Führung gehst. Ja, dann glaube ich, wäre auch das Spiel nochmal anders gelaufen. In der Halbzeit haben wir uns einfach vorgenommen, das Spiel mit Anstand und mit einem großen Kampf weiterzuführen, weil man nie weiß, was im Fußball nochmal passiert. Wir haben auch etliche Möglichkeiten gehabt, den Ausgleich zu erzielen. Leider war immer irgendwo ein Bein dazwischen oder ein Körper dazwischen. Wenn es dann irgendwie 2-2 steht, ich fand, die zweite Halbzeit haben wir gut kombiniert, haben das Spiel schon wieder in der Hand gehabt. Aber man sieht einfach, dass Uerdingen eine fantastische Mannschaft hat, eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Erfahrung. Und das, glaube ich, war vielleicht jetzt heute auch der Ausschlag. Das haben sie einfach gut gemacht, haben gut verteidigt, haben sich körperlich vor allem in vielen Situationen durchgesetzt. Ja, ja. Und dass das Spiel natürlich dann so zu Ende geht, ja, ist ein bisschen traurig, weil wir uns schon vorgenommen haben, bis zur letzten Minute ein super Spiel zu geben, den Zuschauern, die hier sind, nochmal alles zu zeigen, ein 2-2 zu machen, vielleicht ein 3-2 zu machen. Ein bisschen schade, auch für den Club, dass es jetzt so zu Ende geht, weil genau diese Fans, die das heute gemacht haben, haben uns eigentlich die ganze Saison sensationell unterstützt, waren immer dabei, haben einen unglaublichen Support geleistet und deshalb macht es mich umso mehr trauriger, dass genau diese Gruppe heute ein bisschen die Nerven verloren hat. Man muss auch mit Anstand verlieren und muss dann auch irgendwo dem Gegner einfach Respekt zollen, dass es einfach auch eine gute Leistung war von Uerdingen. Und für den Verein geht es natürlich weiter. Man muss wieder angreifen. Nächstes Jahr musst du versuchen, ich sag mal, den ersten Platz zu kriegen. Und die Gedanken sind direkt bei mir, dass man dann versucht, eine gute Mannschaft zu bauen, die nächstes Jahr dieses Ziel erreichen kann. Vielen Dank. Gibt es von Seiten der Medienvertreter Fragen an einen der Trainer? Ja, bitte schon mal kurz anreichen. Sie scheint nicht der Fall zu sein. Dann den Gästen aus Göttingen eine gute Einfahrt und bis zum 9.